Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinde Rade im LS19 am Mittwochmorgen zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Wir sind momentan nur zu zweit besetzt, weil der liebe Sebi gönnt sich nochmal sein Abendessen. Leider. Wir haben hier schon mal unsere... Ist aber dann in der nächsten Folge dabei. Ja, voraussichtlich, aber normalerweise schon. Wir haben hier schon unsere zwei MANs. Alt kann man ja eigentlich nicht sagen, sind knapp eine Stunde drauf. Kommen tatsächlich jetzt weg, und zwar kaufen wir uns einen wunderschönen IT-Runner. Ich fahre mal im Konvoi hinterher. Warte. Ich richte gleich nochmal den Johnny und den Fan von dir her, weil die kommen ja jetzt auch weg. Nee, mein Fan bleibt. Warte, okay, dann fahre ich wieder zurück. Den verkaufe ich nicht, Alter, der hat 23 Stunden. 22. Oder 22, Alter. Der kommt nicht weg, das ist eine lebende Legende, und außerdem, ich glaube, der wird nicht mal allzu viel bringen. Ah, 60.000. Aber, willst du dann einen kleinen Traktor haben, oder wie? Den als kleinen. Wenn ich jetzt zum Beispiel los mit der kleinen Horsch sehe, zum Beispiel, oder so, baue ich einen kleinen, mit dicken, knapp 450 PS Traktor. Ich glaube, das ist ein bisschen overpowered. Mag ich nicht, ja, aber, ja. So, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, dann kann ich ja meinen Johnny auch noch da lassen. Ja, deswegen habe ich gerade gedacht, wenn ich ihn unbedingt verkaufen will, kann ich ihn verkaufen, wenn nicht, kann ich. Mir egal. Ist dein Traktor. Was wir auch noch nicht gesagt haben. Ich glaube, den kleinen werde ich trotzdem hergeben, weil den fahre ich nicht so. Ja. Oft. Obwohl, ja. Eigentlich bräuchte ich den noch als Frontlader-Traktor. Aber. Stimmt. Können wir aber auch den geben, ehrlich gesagt. Ja, mein Fan hat auch Frontlader. Und wow. Das habe ich vielleicht gesehen. Ich habe es nicht, aber egal. Was haben wir noch nicht gesagt? Ja, du fährst so blöd mittig auf der Straße, holst aus dem Kopf ein Auto, bremst und dann doch nicht verstreuen. Das kann gar nicht stimmen. So. Haben wir jetzt vielleicht mit Tibi absprechen sollen, dass wir die LKW verkaufen? Egal, das sieht er dann. So, warte mal. Ich repariere nochmal. Und da kommt er weg. Weg, der, tschüss. Reparieren. Und weg, der gute Ding. Und da haben wir wieder knapp 500.000, halbe Mille. Ja, ich komme mit an meinen neuen Traktor. Ja. Das haben wir noch gar nicht haben wir dir schon gezeigt, wenn du haben willst? Nee, auf jeden Fall. Komm. Aber warte, ich kaufe ihn und dann zeigst du, okay? Okay, gut. Ich habe keine Angst, es wird ein bisschen billiger, aber es wird, also ich werde, wenn ihr wollt, natürlich bloß noch mal ein bisschen Geld wegtun. Das gucken wir dann, wie die Leute sich entscheiden. Ich mache nochmal den fünften Ansatz, das haben wir nämlich auch noch nicht gesagt. Es ist ein neuer Tag, wir haben 6.35 Uhr morgen, die Felder sind alle angesät, der Kollege ist nicht am Arbeiten, wieso nicht? Ach, den haben wir einfach noch nicht eingestellt. Gut. Warte, Motor anmachen. Macht das? Er macht's, wunderbar. Er steht hier noch rum. Ich muss mal kurz so alle Fahrzeuge durchtappen. Ich weiß nicht. Behältst jetzt deinen 6R, weil dann parke ich wieder zurück in die Garage. Ja, dann pack den zurück und dann nehme ich den anderen. Ich weiß nicht. Okay, gut. Handbremse raus, hier. Soll ich ihn in Gold kaufen oder eher unauffällig? Mir egal, das ist dein Traktor. Ich fahre damit. Nicht. Du kannst noch meinen wegen rosa machen. Nee. Handy? Oh, ist auch schön. So. Wunderbar. Das haben die aber, glaube ich, haben die Leute noch gesehen, dass wir eine Kartoffelmission angenommen haben? Nee, leider haben sie nicht. Wir haben eine Kartoffelmission angenommen. Das war auf Feld 4. Der eine oder andere. Wohl, eigentlich jetzt... soll ich an meinem großen Frontlader dran machen. Gut. Soll ich? Nee. So. Ich lass ihn weg, das ist so komisch aus. Ja, aber gibt's nicht für. Doch, es gibt doch für einen 6R einen Frontlader normalerweise. Für einen 7R. Aber der hat auch nicht. Der hat einen extra noch dabei statt ein Gewicht, also. Achso. Deshalb. Also ich kauf jetzt. Ja, kauf. Vielleicht keine mal. Angst, es wird brutal. Und jetzt Chip getuned. Also bis jetzt ist er noch nicht da. Stell dich an Händler, es wird kritisch. Warte, ich komme.
bin da. Gut. Da wird es gleich. Oh, da ist er runtergeploppt. Oha. Ja gut, die Reifen. Das sind Schmalspurreifen. Ja. Oh Gott, das ist laut, ich muss ein bisschen weggehen. Und ja, bevor die Fragen aufkommen, ist ein Privatmod, gibt's nicht zum Download. Ich hab gesagt, das wird brutal. Ja. Warte mal, kann ich mitfahren? Magst du mitfahren? Ich glaub, der hat's. Ich glaub nicht, dass es hat. Nicht? Warte. Nee, geht nicht. Ich drück. Schade. Geht nicht, fahr ich. Tschüss. Tschüss. Ich warte, ich laufe. Bin ich schneller? Nee, meiner verzächtig, Junge. Oh Gott. Warte mal. Da war doch noch irgendwo nochmal hingestanden. Da oben. Oh Gott. Ah, da ist er ja. Zack. Das ist herrlich, du. Und weißt du, was das Geile an dem ist? Der, wenn umfällt, stellt er sich automatisch wieder auf. Das ist bei jedem Traktor so. Normal. Nein. Doch. Nee. Also, der braucht keine 3 Sekunden, dann steht er wieder von alleine, ohne dass ich was mache. Ich kann aussteigen und er stellt sich wieder auf. Oh, herrlich, du. Jawohl. Das sind natürlich die extra Schmalspurreifen. Ja. Boah. Beim Rückwärtsfahren macht das Rücklicht an, geil. Ja, und das würde eben dann zum Beispiel der Hakenliftersatz für die beiden anderen. Wir haben auch noch. Den haben wir nicht mit drauf genommen. Nö, haben wir nicht. Ein Agro-Truck. Egal. Oh. Ja. Oh, ist ganz dick. Ich könnte mir den einfach schnappen und die ganze Zeit perma rumfahren, ne? Und ja, wenn die Frage aufkommt, was ich mit dem Nashfrein dann holen werde, das wäre dann der 9er S5 Variante von Modhub. Freiheitlich. Der ist wunderschöne Teilchen hier. Ja. Tue ich mit Gewicht dran. Die Reifen finde ich ein bisschen breit. Aber gut, ich habe einen anderen Schmuck nicht gefunden. Ich glaube, du könntest dir den sogar leisten, Flo. Warte, ich mache mal so, wie ich ihn kaufen würde. Also Reifenvariante. Und leider, ich werde es tun und wagen. Das gute alte Schmuckstück. Der hat mich seit Anfang an begleitet. Er hat 14 Stunden drauf. Der Premium kommt weg. Oh nein. Wir haben es entschlossen, ich und Flo. Ich werde ihn aber nochmal komplett aufklappen für euch. Und euch das komplette Prachtstück zeigen. Was? Frontwider? Achso, das. Nee, kann ich mich nicht ganz. 351.000 kostet und wir haben 322. Ja, das bekomme ich mit dem. Das bekomme ich mit meinem Premium. Achso, stimmt, wir haben den Premium noch. Ja, okay, dann warte ich kurz. Weil muss der ich dann kommt leider noch. Gottes weg. Hat auch einen brutal originalen Sound. Ja. Aber die Leute können ja immer noch auf den. Den gibt's aber zum DL, also. Ja, das ist freiheitlich. Und außerdem, er wird bestimmt wiederkommen. Irgendwo. Ja, irgendwann. Und außerdem auf der momentan. Auf der, beziehungsweise auf der alten Stappenbach haben wir ihn auch gesehen. Und auf dem jetzt dann einen neuen Projekt würde er auch wieder da sein, weil dann nehme ich den Fuhrpark einfach mit. Hast du ihnen eigentlich schon erzählt, was passiert ist? Ja, ich, an dem Tag, wo ich jetzt gerade bin, noch nicht. Aber wenn die Leute die Folge sehen, habe ich es ihnen schon erzählt. Normalerweise, wenn alles glatt läuft. Ansonsten, ja. Ich werde, also die Entscheidung wird mir schwer fallen. Sehr schwer. Kurze Weil wir zwei Nummern den Original das gleiche Fahrzeug daheim haben. Nochmal reparieren. Und da kommt dafür knapp 90.000 weg. Oh, der Frontlader auch. Der gibt noch gut Geld, muss man sagen. 9.000, ja, dafür, dass er schon 40 Stunden drauf hatte. Hm. Soll ich ihn mir. Nee, jetzt kann ich den immer noch umkonfigurieren. Nee, das sieht nicht schon. So. Okay, dann kaufe ich mir mein Teil. Oder oh, haben wir noch sogar noch relativ ganz gut Geld. So, jetzt muss ich was auf. Oh, da ist das brutale Stück. Oh, sieht nicht schlecht aus. Und er hat. Die Schmalspurreifen, die werden ein bisschen arg. Ja. Also er hat zwar kein Simple IC, aber dafür hat er normales IC. Also er ist auch mit Interactive Control. So, aber was ich für das dicke Teil noch brauche, ist natürlich ein Frontgewicht. Haben wir da mit Druff?
Stange. Nee. Normales. Haben wir die nicht mit drauf? Welche? Defend? Ja. Nee, normal, soweit ich weiß nicht. Haben wir die mal wieder mit runtergenommen? Scheint. Ja gut. Dann haben wir dann irgendein neutrales. Also ich habe jetzt nur noch einen Traktor mit Simple IC oder interaktiven Zeugs. Aber dafür habe ich das brutalste Gerät auf dem ganzen Hof. Ja, das keiner mehr toppen kann. Boah. Schaut schon cool aus. Gucken wir mal Gebiet hier. So, passt. Schauen wir mal den Motor hier. Okay, halt Standard Sound. Aber gut. Immer hier Allrad aus. So. Hilfe. Ah, oh gut. So. Der Tag verliegt. Echt? Ja. Stimmt. Oh! Oh geil. Blendet mich. Ja. Aber du hast. Boah! Komm ich mal, ich hab mein Dings überfahren. Da ist es. Boah. Also, jetzt nichts gegen Fendt, aber der Sound ist echt nicht meiner. Ja, das ist glaube ich auch nicht der Originale. Oder? Nee, never. Nee. Never. Es ist nicht original, das ist cool, aber der, nee, also der pfeift so und ach. Ich muss ihn nicht fahren. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall noch ein anderes Gewicht mit drauf nehmen. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben auf jeden Fall gut eingekauft. Oh Gott, das ruckelt aber krass. Oh shit. Ja, ich bin gerade am LKW, ich war gerade am Durchtappen. Ah ja, okay, deswegen da noch. Ich fahre jetzt zum... unserem guten alten Grimme, der wo dann die ich Haus nicht reinkommen und so. Tank den mal ab. Oh warte, ich hab da was vergessen. Das muss ran, ansonsten ist jetzt nicht so geil los, aber wir haben hinten eine Werkstatt. Das muss ran. Wir haben auch vorne eine, aber ich weiß nicht, ob du da reinkommst mit dem. Stimmt, da haben wir auch noch eine. Aber hier hinten ist schön breit. Da brauche ich hin mit dem dicken Teil. So. Wir haben jetzt auch den Workshop-Tapper mit drauf. Echt? Haben wir den mit drauf? Ja. Geil. Ja. Seit der letzten Woche, glaube ich. Das kann sein. Nee. Oh. Oh Gott. Ja, das nehmen wir. Oh. Alles gut. Mach ja nicht die Karte auf, ich sag's dir. Ja. Ja, ich sag mal nix hier. Ich hab voll eingelenkt. Ich hab's nicht aber gesehen, was passiert ist. Deswegen euch gut. So, ich hab null Plan, was zu machen ist. Ich glaube, es muss gedrescht werden. Genau. Wir haben jetzt nämlich ein Problem. 5, 7, 6 und die 40 muss, glaube ich. Wir haben ja, 40 sind nämlich Zuckerrüben drauf. Feld 16 oder 30 brauchen noch. Soweit ich weiß, warte ich schon nach. Ja, wir haben nur ein Problem. Wir haben keinen anderen LKW mehr, den ich als Abfahrer nutzen kann. Und auch keinen Anhänger. Doch. Die 30.000 Liter. Nee, es sind alle Felder reif. Perfekt. Nee, aber die kann ich doch. Kann ich doch nicht hintereinander rankuppeln. Die sind hintereinander dran kuppelt. Ja, nee, aber. Ja, okay, gut, kann ich machen. Ich nehme mir ein. Bisschen Überbrückungslösung, da ist es. Kann man machen. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Hm. Ich glaube, wir müssen. Oha, der Rückfahrbeleuchtung. Ich brauche ja auch noch Hänger. Ja. Deswegen kann man ein Problemchen. Außer. Oh Gott. Außer wir nehmen ein bisschen Kredit auf. Dann hole ich. Sagen wir so machen. Mit Mama da. Ja, ich nehme Kredit. Okay. Aber ich würde Kredit von der einen Bank, also nicht von der Standard LS Bank, sondern ich habe da Bank der Rade mal. Ja.
Phil, das soll ich uns überweisen? Warte mal. Ich guck mal kurz nach, weil dann kaufe ich den dann gleich. Wir nehmen ja den Hakenlift, oder? Ja. Okay, gut, warte. Design. Ja. 250.000. GPS braucht er nicht. Durch die Dicke. Was soll man dem für eine Hauptfarbe geben? Schwarz. Ja. Tja, schwarz mit weißen Felgen, glaube ich, würde ich sagen. Okay, warte. Designfarbe. Oder Chrom. Ja. Passt. Dann 250.000. Dann kostet das ganze Teil 190. Und natürlich noch mit IT Runner, ja, 250 sowas. Ah, könnt ihr kaufen. Acht. Gut, dann brauchen wir noch einen Earth Swords. Alter, heute wird so eingekauft, ne? Darf ich den Aufsatz kaufen? Ich mag ja, Aufsatz kaufen. Geh weg, Aufsatz. Ich nehm den ja. Ich muss ja dann. Ja. Welchen Aufsatz nehmen wir denn da? Ich würde sagen, einen von den dicken. 28.000 Liter, 30.000 Liter, 30. Nein. Warte mal. 30? Wir haben zweimal den gleichen mit 30.000 Liter. Ja, moin. Haben wir den? Warte mal, wir haben einen mit 45.000 Liter. Da haben wir einen Sonnenblumen. Was ist auf der 3? Ich fahr zu 30, ne? Und zu 16, weil da sind Sojabohnen drauf. Okay. Ich komme niemals im Leben raus, ich weiß jetzt schon. Ich kauf dann gleich nochmal einen Top-Lift-Steier, okay? Ja. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich kauf die dicke Variante mit 45.000 Liter. Ich nehme den schwarz, okay? Ja, mach mal ganz kurz F11. Ich habe hier ein kleines Problem, beziehungsweise starken Bauer an. Ich habe hier ein ganz kleines Problem. Ah! Brauchst du aktive da? Ja. Ich komme da. Oder warte. Ich komme da nicht auf der Einfahrt raus. Oder wie würde ein. Ja, egal. Komm runter. Ja, so. Hauntigen. Hauntigen. Hallo, komm. Komm ich jetzt mit? So. So. Den auch noch mal hier. Der überhaupt da an den Kupplung hinten dran? Welcher? Also der LKW? Ja, nee, hat er nicht. I don't know. Okay, gut, kann ich wieder ausmachen, ich hab's geregelt. Die Umleuchten, sieht er nicht an. Jetzt sind sie an. Dann fangen wir an. Hat er nicht verdammt. Das ist ein bisschen blöd. Ja, ein bisschen arg blöd. Ja. Dann müssen wir gucken, ob wir noch einen anderen finden. Oder. Na gut. Wäre jetzt nicht ganz optimal, ne? So, dieses erstmal hoch zu Feld Nummer 30. Aber erstmal nehmen wir hier nochmal einen schönen Schluck aus der Red Bull, ne? Oh Gott, da kommt ein Auto. Huch. Wo ist er? Alter, wie viel Fahrzeug da? Ich hab's gespannt, dass ihr das schon gesucht hast, weil es hat geruckelt. Oh, aber es ruckelt immer noch. Kann auch sein, dass das Ding noch nicht ganz so gerennt. Doch, hat's ja nicht. Okay, gut. Egal. Drei Runden umleuchten. Das ist schon mal nicht schlecht. Wenn man da sagt, wir haben vorher gar keinen. Tag gibt einen Blutpunkt in der B-Note, was? Ja. So. Bremse, 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 oh Gott. Ich muss hier rein. Auf Flummer. Wollt ihr hin? Ja. Ja, hört sich nicht ganz so gut an. Ist das gesund? Warte. Ich bin ausgestiegen. Das steht vielleicht so einen halben Meter über. Also so einen ganzen Meter eigentlich. Mit der Ding ganzen Meter, so einen halben Meter. Ja. Ja. Ich habe Rundumleuchten an. Ich glaube, das ist ein bisschen. Das Problem ist, da passt da nicht mal noch ein Anhänger dran, ne? Auch wenn er eine andere Kupplung hätte. Das Ding wird komplett. Ja. Das ist natürlich nicht ganz so optimal, ne? Egal, das wird er schon packen. Ich glaube, wir brauchen noch einen Vierachser. Oh nein. Hab ich doch gesagt. Aber nein, Dreiachser reicht.
Ja, was soll ich wissen, dass er so einen Überschiss und so einen langen hat? Wo soll ich denn hin? Haben wir einen Maisaufsatz? Ja, einen. Den Johnny, oder? Nee, von Glas auf. Von Glas konfiguriert. Bremse ist ein bisschen arg schlecht. Bin ich falsch? Entweder liegt es am Aufbau oder am LKW selber. Man muss sehr früh bremsen. Ja gut, dann würde ich sagen, fahr ich das Feld 5 runter, oder? Ja. Bin ich komplett falsch gefahren. Flo, ach, ich fahr schon. Das ist also der Kartoffelente. Ich hab hier gerne mal zu kämpfen hier aus der Einfahrt raus. Junge. Wie hat denn da so ein scheiß Fahrrad hingestellt, Alter? Ich nicht. Ja, und außerdem noch so ein hartes. Das wo so standfest ist. Das gibt's doch gar nicht. So. Boah, jetzt geht's erstmal wieder zum Taschen. Lang hatten wir es nicht mehr gesehen, ne? ja. Gut. Wir haben richtig fett eingekauft, ne? Ja. Aber ich glaube, man muss sagen, wurde auch mal Zeit. Weil. Es ist wirklich sehr viel Altes gewesen und alles und ach. Junge, wieso bremst du denn? Ich will mich verarschen. Ja, dann fahr durch. Komm schon. Doch. Eieiei. Nein, du bleibst stehen da drüben. Ich hab dich doch gehört. So. Gott. Also, ich fahr dann mal los, ne? Ja, ich bin auch schon auf dem Weg. Ich hab 60 km/h auf der Uhr. Komm noch ein Auto. Oh Gott. Wir bräuchten dann vielleicht den größeren Aufsatz zum Maisernten, gell? Weil wir haben bloß den kleinen 9 Meter, glaube ich, oder 6 Meter. Ja. Wir haben doch das Geld, also das ist nicht das Problem, ne? Momentan schon wieder, ja. Also. Aber man muss dazu sagen, wir müssen dann auch wieder zurückzahlen, ne? 250.000 waren's. Okay, es geht eigentlich noch voll. Wir müssen ja einmal wieder eine Häcksel. Definitiv wieder drin, aber ja, trotzdem. Wir müssen eine Häckselmission nochmal wieder machen. Aber ich glaube, das habe ich den Leuten noch gar nicht gezeigt. Die Kartoffelmission gibt knapp 80.000. Hab ich schon gesagt einmal. Also. Irgendwie sind wir jetzt heute nicht so professionell unterwegs, fällt mir gerade so. Also. So ganz nebenbei, Jo. Ja. Jetzt muss ich mir aber Mühe geben hier. So, ich nehme nochmal ein Schlückchen, dann bin ich mal hier. Verdammte Kacke. Oh oh, hast du umgeschmissen? Nee, bin zu weit gefahren. Ah schon. Dann ist noch okay. Alter, ich sehe diesen hellblauen Anhänger von 50.000 Kilometer Entfernung, ne? Ja, ich habe gesagt, kaufe ihn in schwarz. Nein. Nee, habe ich ihn erst nicht. Doch, habe ich. Nee. So. Gott! Das artet hier ein bisschen aus gerade. Mann, wieso geht denn? Ich finde die Einfahrt nicht mehr. Die war irgendwo da vorne. Och Mann. Wieso müssen denn hier überall Baumstämme rumflangen? Nein, ihr wartet jetzt. Ich muss hier drehen. Wo ist dieser Kek? Ah, da. Ah. Okay, dann fahr durch. Meine Güte. Meine Güte, wo war jetzt diese Einfahrt? Jungs. Was macht denn? So. Aber gucken, jetzt kommt keiner. Jetzt gucke ich das Teil an. Zusammenkloppen. Das macht er gut. Ich muss hier ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Kann ich? Ja, ich kann ausschalten. Gut. Das geht noch. Oh Gott. Oh Gott. Eieiei. Eieiei. Ah, gut. Kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen über den Holzdübel gefahren bin. Ich auch schon, alles gut. Okay. Die Einfahrt ist aber ein bisschen optimal hier gemacht, Alter. Ey, das Ding steht da voll ganz hinten drin, ne? Ich weiß nicht, ob ich das rausbekomme. Boah! Wir leuchten jetzt alle zwei schon im Arsch, alle zwei, aber egal. Wir haben das Geld. Ich glaube, wie viel kostet so ein neuer Satz von Umleuchten? Ein Tausender? Nee, nicht. 500, oder? Alter. Ja, wie viel wird so ein Doppelsatz und Dummleuchten kostet? Hm? Man hat's glaube ich nicht verstanden. $2,50. Ja, okay. Das geht eigentlich noch voll klar, ne?
Ah, da wurde gerade was repariert. Nimm den. Bist du? Glaube ich. Oder ist das noch von früher? So, einlenken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Aber wir haben das 9 Meter Ding. Ich konfiguriere das jetzt mal für John Deere, okay? Ja. Obwohl, ne, ich mache einfach ganz billo schwarz. Ja, dann ist neutral. Einmal 9 und einmal, dann würde ich ehrlich gesagt sogar noch einmal die wahrhaftigen 12 Meter kaufen. Ja. Weil. Für 7? Boah, 3 Meter, 3,4 Meter, hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Es gibt die wahrhaften 12. Ja, da kaufe ich. Okay, gut, kauf noch. Aber wir dürfen uns die Zuschauer auch schon wieder bedanken, denn wir sind für, oh Gott, 27.000, Alter, leck mich, wie steuer war das halt? Ja. 91.000. Ja, gut, wir sind nahezu pleite. Ja. Gut. Ja, wo ich stehen geblieben. Wir dürfen uns die Zuschauer bedanken, wir sind für heute auch schon wieder fertig. Jetzt kommt der legendäre Spruch von dem guten lieben Philippsi. Ein Däumchen, warte. Ein Däumchen wäre. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch keinen Cent. Ja. Falls der rote Knopf unten noch nicht grau gefärbt wurde, bei euch, ich komme hier nicht raus. Macht das mal, Glocke aktivieren hilft es sehr und wäre netter Support, danke und ja. Ja. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Mittwoch und sehen uns am Samstag zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinde Rade. Hoffentlich, wenn der Sebi auch wieder mit dabei ist. Und bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Steckste fest. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star.